Entschuldigung. Danke. Ja, großartig. Jetzt brauchen wir nur noch Monika. Monika? Wo ist Monika? Hast du Miss Schweden gesehen? Mir rutscht immer mit den Fingern. Geht gleich weiter. La belle la bête. Zugegeben, Stiefelchen, sie ist sehr hübsch. Aber für mich doch selbstverständlich tabu. Ja, ja, solange ich in Sichtweite bin. Komm, Monika, an die Arbeit. Na ja. So, dann werde ich mal. Na, danke schön. Bitte nicht, meine Herren. Miss Schweden ist da oben. Nein, ich bin's ja gar nicht. Sie verwechseln mich ganz sicher. Ah, lass es doch. Paul Temple. Tja. Der ist es. Hol ihn her, Tech. Hallo? Paul Temple. Ausgerechnet hier bei uns in Schweden. Mensch, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, erschreckst du deine Freunde immer so? Ach komm, das hast du doch gern. Willst du ein Bier? Ja, immer. Augenblick. Was anderes habe ich auch nicht da. Entschuldige bitte, hier ist alles ein bisschen primitiv. Tja, friedlich und still, aber das ist doch nicht das Richtige für dich, was? Komm, Paulchen. Weißt du noch, damals in Amerika, da war vielleicht was los. Mhm. Und die süßen Puppen, immer eine hübscher als die andere. Ja. Erinnerst du dich noch an die kleine Schwarze, die dir dauernd nachgelaufen ist? Ja, danke. Wie hieß sie doch gleich? Du meinst Steve. Steve, ja, stimmt. Komischer Name für ein Mädchen. Was ist aus ihr geworden? Ich habe sie geheiratet. Oh, das ist doch ein Witz. Das hoffe ich nicht. Das ist ja eine Überraschung. Komm, setz dich. Danke. Du hast sie also geheiratet. Ja. Also dann auf die alten Zeiten. Auf die alten Zeiten. Was macht eigentlich unser Buch? Es hat schon die 5. Auflage. Ach, und du hast dabei den Profit eingesteckt und nicht die Unannehmlichkeiten. Verstehe nicht. Wie meinst du das? Das weißt du nicht. Dein Buch war ein Volltreffer, und zwar leider auch für mich. Ich war doch ein großer Gewerkschaftsboss drüben in den Staaten. Du kamst und hast von mir Informationen verlangt, und ich habe dir auch alles gesagt, was du hören wolltest. Wahrscheinlich habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen. Das FBI hat den Fall untersucht, und ich musste mich dann vor Gericht verantworten. Oh, das tut mir leid. Schon gut. Ich muss sagen, du hast fabelhafte Manieren. Ja? Naja, ich wollte damit sagen, du kommst hier reingeplatzt und stellst nicht mal Fragen.
Sollte ich das? Warum nicht? Ah, jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt hat er mich erkannt. Also, was ist? Was spricht man über mich im alten England? Ach, lauter nette Sachen. Ja? Wirst gesucht wegen Rauschgifthandel, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und dann läuft auch noch ein Auslieferungsantrag von den Vereinigten Staaten. Eine ganze Menge, muss ich sagen. Was ist denn mit dem Antrag? Ich soll Gewerkschaftsaktien geklaut haben. Hast du? Glaubst du, dann würde ich hier sitzen? Völlig pleite? Was ist mit dem Rauschgift? Hat man mir untergejubelt. Wer? Paul. Ich bin jetzt über 20 Jahre bei der Gewerkschaft. In der Zeit habe ich mir einen Haufen Feinde eingehandelt. Soll das heißen, die sind hinter dir her? Genau. Ihr Gedächtnis funktioniert tadellos. Und du hast Angst vor ihnen, ja? Ja, sicher. Ach, deswegen das Schießeisen. Du hast gute Augen, Paul. Ich gebe zu, dass ich ein paar Dinge gedreht habe, die nicht ganz legal waren, aber ich bin kein Al Capone. Das mit der Gewerkschaft ist fingiert. Und irgendjemand hat mir Rauschgifthandel in die Schuhe geschoben und ich weiß nicht warum. So. Und was willst du von mir? Du meinst, ich hätte dich deswegen hierher gelotst? Ja. Nein. Nein, du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Noch ein Bier? Nein, ich habe genug. Aber eines könntest du doch für mich tun. Keine Angst, es ist nichts Illegales. Es handelt sich um ein Boot. Was ist damit? Die Motorschraube ist kaputt gegangen, als ich es nach Stockholm gebracht habe. Ein Mann namens Gus repariert sie jetzt. Ah, ja. Es kostet natürlich eine Menge. Ach, jetzt verstehe ich. Du meinst, ich müsste das berappen? Hör zu. Ich habe keinen roten Heller von dir verlangt für all die Informationen, die du für dein Buch bekommen hast. Mhm. Wie viel? $1,300. Das sind ja über 600 Pfund. Ja, das ist nicht einfach für Gus. Er muss unter Wasser arbeiten. Ingmar, was macht dieser Gus noch für dich? Du willst es genau wissen? Mhm. Paul, das Boot ist alles, was ich im Moment habe und es kostet Geld, es hierher bringen zu lassen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss hier weg. Ja, ich muss hier weg! Sag mal, hast du ein Bankkonto in Stockholm? Klar. Ich habe eins eingerichtet, als ich aus Amerika kam. Sehr weitsichtig. Naja, es ist leider nichts drauf. Na klar. Ich lasse sofort von London 600 Pfund auf dein Konto überweisen. Du scheinst mir nicht sehr zu vertrauen. Du gibst mir dann einen Scheck über 600 und ich gehe zu diesem... Gus Coolidge. Ich sorge dafür, dass er das Geld bekommt. Mehr kann ich nicht tun. Großartig. Wenn du noch einen Wunsch hast... Hör zu, Paul, ich möchte nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten kriegst. Wenn dich irgendjemand nach mir fragt, sagst du alles, was du weißt. Ich komme dann schon mit ihm klar. Natürlich, in Ordnung. Und wo finde ich diesen Gus Coolidge? Der wohnt bei irgendwelchen Hippies zusammen mit den Rebellen. Rebellen? Deserteure, Vietnamsoldaten. Viele von ihnen landen hier in Schweden. Mein Boy Tech ist einer von ihnen. Der hatte nur nicht so viel Glück wie die anderen. Bei einem Bombenangriff bekam er einen Schock. Seitdem kann er nicht mehr sprechen. Hey, Tech! Mach den Kahn flott! Er ist ein guter Junge. Ich kümmere mich um ihn und er sich um mich. Ich gebe dir am besten die Adresse von Gus. Und den Scheck. Ein Barscheck, selbstverständlich. Na, wie fühlen Sie sich als freier Mann, Larsson? Danke. Wie neugeboren. Sie haben Glück gehabt. Bei Rauschgiftschmuggel kennen die Behörden keinen Spaß. Ja, sie hätten ebenso gut 4 Jahre brummen können. Was ist denn mit Ingmar? Den haben Sie noch nicht erwischt. Wissen Sie, ein wirklich guter Anwalt muss auch ein bisschen zaubern können. Sie hatten kaum eine Chance. Es war gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Und wie ist das mit dem Honorar? Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, Sie werden zahlen, wenn Sie dazu in der Lage sind. Wann wird es der Fall sein? Sobald ich an das Zeug rankomme. Das ist nur nicht ganz leicht. Aber es ist doch hier. Ja, natürlich. Sie wissen nur nicht genau wo. Wir werden es schon finden. Es wäre vielleicht das Beste, wenn Sie mir bis dahin Ihr Geschäft überschreiben, sozusagen als Sicherheit. Sowas ist absolut üblich. Hier, bitte. Nur kein Risiko eingehen. Hm? Das kann ich mir nicht leisten. Jeder geschäftliche Abschluss, den ich tätige, muss absolut einwandfrei sein. Sonst wäre ich ja nicht mehr vertrauenswürdig.
Oder? Und bestimmt kein guter Anwalt. Umsonst ist er totlassen. Vielen Dank. So, und jetzt zu Ihrem anderen Problem. Ich meine die Atlanta. Ich glaube, ich habe da eine Lösung. Wir brauchen bloß etwas Zeit. Na? Ich habe die Überweisung veranlasst. Ich weiß, es ist heller Wahnsinn. Aber irgendwie bin ich es Ingmar schuldig. Glaubst du die verrückte Geschichte, die er dir erzählt hat? Nee, eigentlich nicht. Ist die Sache damit erledigt? Ja, sobald ich diesem Gast den Scheck gebracht habe. Schick ihn doch mit der Post. Ach, zu teuer. Ich habe doch heute Nachmittag nichts Besonderes vor. Während du hier deine Fotos machst, kann ich ruhig den Scheck persönlich hinbringen. Entschuldige. Paul Temple, wie lange sind wir jetzt verheiratet? Du bist wie ein aufgeschlagenes Buch. Von dem du einige Seiten noch nicht kennst. Bis später, Stiefelchen. Also, Kinder, an die Arbeit. Ola, zieh bitte dein Bikini aus. Wie? Ich meine, es, was ich anziehe. So, das wär's. Leg den Zylinder drauf und dann ab die Post. Entschuldigen Sie, kennen Sie zufällig einen Gus Coolidge? Verstehen Sie mich nicht? Gus Coolidge. Ach, Gus Coolidge, ja, da. So, seid ihr alle fertig? Ja. Okay. Gekannt? Ja. Was ist passiert? Passiert? Na da. Oh. Daran so komisch. Wissen Sie, die Beerdigung ist nur symbolisch. Es ist niemand gestorben. Ach so. Das ist Gast, der da Trompete spielt. Was wollen Sie denn von ihm? Ich will ihm etwas bringen. Von einem Freund. Wer ist das? Ingmar Hansen. Kennen Sie ihn? Am besten, Sie kommen mit und warten auf Gas. Na gut. Wer hat denn die Idee gehabt? Ich meine die mit dem Begräbnis. Gas natürlich. Na, er ist sicher sehr intelligent. Ja. Gas ist also der Initiator dieser kleinen Demonstration. Sind Sie für Mord und
Für sinnlose Kriege? Nein. Unternehmen Sie was dagegen? Eigentlich nicht. Aber Gas, es ist sein Lebensinhalt. Danke. Der Zucker steht auf dem Tisch. Das war doch sicher ziemlich teuer. Sagen Sie, was tut eigentlich Gas und seine... Deserteure? Ja, arbeiten Sie? Das ist Ihre Arbeit. Wo kommt das Geld her? Von Freunden. Freunden? Wie Ingmar Hansen. Wer sind Sie? Ich bin auch ein Freund. Hier, bitte, ein Barscheck auf Gastnamen. Gas? Hallo, Katharina. Stell dir vor, heute war sogar ein Reporter von einer amerikanischen Zeitung ein da. Ein Freund. Wer sind Sie? Von Hansen? Mhm. Ohne mich. Ich denke, das ist er Ihnen schuldig. Ich habe seine Yacht repariert, einen Tag Arbeit. Mehr schuldet er mir nicht. Wieso? Ich will keine Schwierigkeiten. Das ist sehr vernünftig. Außerdem bringe ich auch das Boot nicht durch die Hafenpolizei. Hafenpolizei? Es ist beschlagnahmt. Aha. Sagen Sie, Hansen, es geht leider nicht. Ja, das werde ich tun. Das alles hier hat doch sicher eine Stange Geld gekostet. Von wem haben Sie das? Ach ja, ich weiß, von Freunden. Grüßen Sie den Vorsitzenden. Wer war das? Gib's auf, Gas, bitte. Bitte. Nein, ich denk gar nicht dran. Hab keine Angst. Es wird alles gut. Wiedersehen. Hm? Na, müde? Ganz schön. Oh, wie großzügig. Hm. Wo bist du denn wieder? Weshalb hat die Hafenpolizei Ingmars Boot beschlagnahmt? Hunger. Was? Hunger? Ach so, dann gehen wir doch was essen. Auf dem Boot ist vielleicht noch Rauschgift versteckt. Ah, ist ausgeschlossen. Die Polizei hat es doch sicher gründlich durchsucht. Ingmar hat mir gesagt, dass er das Boot unbedingt braucht. Er will hier aus Schweden weg, es ist ihm zu gefährlich. Immer dieses Boot. Warum? Irgendetwas stimmt da nicht. Aber was? Es ist herrlich, sich mit dir zu unterhalten, weil du so prompt und logisch antwortest. Hm? Oh, es schmeckt köstlich. Es ist so dunkel hier. Dunkle Restaurants machen mich misstrauisch. Die haben meistens was zu verbergen. Die Preise auf der Speisekarte. Das Dumme ist nur, dass auch die Polizei vielleicht misstrauisch wird, wenn ich sie frage, was los ist mit Ingmars Boot. Och, dagegen weiß ich ein gutes Mittel. Hm? Ich würde sie einfach nicht fragen. Du weißt ja gar nicht genau, ob es Ingmars Boot ist. Ich sag's doch, du bist von einer umwerfenden Logik. Danke, Stiefelchen. Ja, stimmt so. Danke. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer der Besitzer ist. Und warum, Mr. Temple? Es interessiert mich. Das Boot oder der Besitzer? Bitte. Danke. Nein, das Boot. Wollen Sie es kaufen? Tja, ich möchte es mir mal gern ansehen, wenn es möglich wäre. Das geht nicht. Das ist leider nicht möglich. Ach so. Hat Ihnen der Beamte unten den Namen des Besitzers genannt? Mhm. Und weshalb wir ihn suchen? Tja, es tut mir leid. Ich verstehe. Wahrscheinlich haben Sie das Boot beschlagnahmt, weil ein Verbrechen vorliegt. Stellen Sie sich vor, wir haben das Boot gar nicht mehr, Mr. Temple. Ja, es wurde nämlich in der vergangenen Nacht gestohlen. Wie ist denn das möglich? Wurde es nicht bewacht? Natürlich wurde es bewacht, nur es ist nicht leicht. Sie können es nicht finden, hm? Das ist auch ein Kunststück. Sehen Sie, Stockholm vorgelagert sind Zehntausende von kleinen Inseln und da jemanden aufzuspüren, ist ein echtes Problem. Das ist die Geschichte mit der Stecknadel im Heu. Sie sagen es, aber wir werden diese Stecknadel finden, Mr. Temple. Übrigens, woher wissen Sie eigentlich von der Atlanta, hm?
Von einem Amerikaner namens Gus Coolidge. Er hat mir gesagt, er hätte das Boot repariert. Auch was er repariert hat? Irgendwas an der Schraube, soviel ich weiß. Ja, das stimmt. Wir mussten das Boot in den Polizeihafen schleppen. Es war nicht mehr fahrtüchtig. Das war auch der Grund, warum wir es nicht besonders bewachen ließen. Bitte, nehmen Sie Platz. Nicht fahrtüchtig? Dann konnte man es doch auch nicht stehlen. Mr. Coolidge hat das Boot repariert, die Schraube in Ordnung gebracht. Ich verstehe nicht ganz, obwohl es bewacht wurde. Zigarette? Ja, vielen Dank. Gus Coolidge war ein Froschmann. Vielleicht verstehen Sie jetzt. Entschuldigen Sie. Er wurde bei der Marine ausgebildet. Kennen Sie den Mann? Ja, oberflächlich. Schade, dass er sein Talent nicht nutzbringender angewendet hat. Sie glauben also, dass er in irgendein Verbrechen verwickelt ist? Da bin ich sogar sicher. Würden Sie vielleicht mal... Ach ja, entschuldigen Sie. Nur wegen der Sonne. Bitte. Ja. Tja, man hat Gus Coolidge heute Morgen im Hafen gefunden. Tot. Er hatte seine Taucherausrüstung an und an seinem Handgelenk war eine Drahtzange befestigt. Wie ist er umgekommen? Man nimmt an, dass der Ärmste in die laufende Schiffsschraube geraten ist. Ein schrecklicher Tod, nicht? Mr. Temple, haben Sie schon irgendeinen Hinweis, was diese mysteriöse Geschichte betrifft? Nein, bis jetzt leider noch nicht. Ah, Sie sind immer noch am Kombinieren. Es steckt sozusagen noch alles in der Entwicklung, nicht wahr? Aber Sie sind ja Ihrem Renommee was schuldig. Ach, mein Renommee. So, Sie haben mir also wirklich nichts zu sagen. Nein, noch kombiniere ich, wie Sie so schön sagen. Aber vielleicht können Sie mir was verraten. Hä? Warum ist das Boot so wichtig für Sie? Nein? Na gut. Darf ich jetzt gehen? Aber selbstverständlich. Okay, danke. Hallo, wie geht's? Hallo. Hat er das getan? Er wollte doch keine Schwierigkeiten. Er hat gesagt, er sei nicht interessiert an dem Angebot von Ingmar. Er hat sich geweigert, den Barscheck anzunehmen. Warum hat er dann versucht, das Boot zu stehlen? Das hat er ja gar nicht. Die Polizei nimmt es aber an. Die Polizei nimmt ja auch an, dass es ein Unfall war. Glauben Sie das auch? Lassen Sie mich allein. Warum sollte Gus jemanden umbringen? Sie glauben doch, es war Mord. Sie wissen, er hat mir gesagt, er hätte Ingmars Boot repariert. Wann war das? Vor 2 oder 3 Wochen. Warum? Dann ist er letzte Nacht aus einem anderen Grund an dem Boot gewesen. Wissen Sie, warum? Nein, ich habe keine Ahnung. Er ist tot. Was wollen Sie also noch? Rausbekommen, wer ihn umgebracht hat. Ich was? Das können Sie doch gar nicht. Haben Sie keine Angst. Ich möchte Ihnen nur helfen. Das können Sie. Vergessen Sie das Ganze. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, vergessen Sie das alles und gehen jetzt. Gut, aber ich komme wieder. Nein! Ich werde nicht mehr hier sein. Was soll ich noch hier? Thank you.
bist noch da? Natürlich, warum nicht? Ich dachte, du wärst schon weg. Was ist los? Hast du einen Sonnenstich? Komm, trink ein Bier. Warum hast du gedacht, dass ich nicht mehr hier bin? Weil vergangene Nacht deine Yacht gestohlen worden ist. Aber nicht von Gus, von dir. Glaubst du denn, ich würde noch auf dieser gottverlassenen Insel sitzen, wenn ich das Boot hätte? Vielleicht bleibst du nur so lange, bis die Polizei sich beruhigt. Seit 2 Monaten habe ich diese Insel nicht mehr verlassen. Die Polizei nimmt an, dass Gus gestern Nacht dabei geholfen hat, das Boot zu stehlen. Moment. Seine Leiche wurde heute Morgen im Hafen gefunden. Angeblich ist er in die Schiffsschraube geraten. Es war kein Unfall, es war Mord. Larsson. Wer? Ja, das war Larsson. Wer ist Larsson? Was soll ich sagen? Ein Geschäftsmann hat hier im Hafen ein paar Schiffe liegen. Er kam nach Amerika und half mir, die Atlanta hierher zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gus helfen wollte, dein Boot zu stehlen. Warum nicht? Die Schraube hat er doch schon vor Wochen repariert. Ja, stimmt. Aber vielleicht war sie schon wieder kaputt. Möglich, aber wer hat Interesse daran, die Atlanta zu stehlen? Warum? Sehr einfach, weil sie ein tolles Schiff ist, Paul. Die Yacht hat mich was damals 350.000 Dollar gekostet. Was ist so besonders an dem Schiff, dass jemand bereit ist, einen anderen dafür umzubringen? Ich bitte dich, Paul, woher soll ich das wissen? Was ist los? Polizei? Mach das Boot klar. Welches Boot, Ingmar? Die Atlanta? Komm mit, Paul. Nein, ich bleibe komm hier. Komm doch, Tech kennt diese Insel wie seine Hosentasche. Hast du mich der Polizei verpfiffen? Nein, die müssen mir gefolgt sein. Das glaube ich dir nicht. Du bist mir im Wege, Paulchen. Einen schönen guten Tag, Mr. Temple. Ingmar Hansen? Na, sind Sie mit Ihren Recherchen schon ein Stückchen weitergekommen? Oder haben Sie gar das Rätsel schon gelöst? Du hast allen Grund, Inspektor Lindfors dankbar zu sein. Hätte dich glatt verhaften können. Schade, dass es nicht getan hat. Danke. Kittchen, würdest du dir wenigstens keine Beulen einhandeln? Stiefelchen, wie viel ist das? 150.000 schwedische Kronen. Was? Es müssten doch über 12.000 Pfund sein. Du müsstest dir mal dein Gehirn durchleuchten lassen. Lindfors hat mir erzählt, er hätte ein Geschäft, aber es sei praktisch für ihn wertlos. Wer, Lindfors? Ach Quatsch, Larsson. Der hat hier ein paar Schiffe liegen. Ich frage mich nur, wie kommt der an 12.000 Pfund? Tja. Herr. Ja? Dunkel ist der Redesinn. Wie? Ach so, ja, ja. Ja, wenn du schon meine Meinung hören willst, dann musst du mich auch in deine Geheimnisse einweihen und nicht so zusammenhanglos daherreden. Wer ist Larsson? Habe ich dir das nicht gesagt? Er ist der Bursche, der Ingmar geholfen hat, seine Yacht von Amerika hierher zu bringen. Die Polizei hat Rauschgift an Bord entdeckt. Larsson wurde wegen Beihilfe unter Anklage gestellt. Er kam aber frei gegen Kaution. Er hat Glück gehabt. Es war eine sehr hohe Kaution. So viel Geld kann er nicht bar gehabt haben. Vielleicht hat er reiche Freunde. Möglich. Du bist ein Genie. Moment mal, wie war doch gleich der Name? Ach, du redest wieder irre. Welcher Name? Von dem Rechtsanwalt, von Larssons Rechtsanwalt. Ich hab's. Adamsson, Rechtsanwalt. Adamsson. Lindfors hat mir gesagt, er sei ein bekannter Anwalt. Moment, das haben wir gleich. Das hat Larsson bestimmt ein hübsches Sümmchen gekostet. Willst du ihn anrufen? Mhm. Wozu? Ah ja, Adamsson, Rechtsanwalt. 4, 3... Denk mal nach, Stiefelchen. Wenn jemand weiß, woher Larsson die Kaution hat, dann sein Anwalt. Hallo? Ja, hallo, kann ich bitte Mr. Adamsson sprechen? Ja, das verstehe ich. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Wie? Da muss ich erst mal fragen. Hast du Lust, auf eine Party zu gehen? Oh. Ja, sie hat Lust. Einverstanden, wir kommen gleich. Man hat uns soeben zu einer Krebsparty eingeladen. Krebsparty? Krebsparty. So, meine Süße. So, und jetzt, meine Herrschaften, Skål! Skål! Und nun zeige ich euch meinen neuesten Trick. Moment. Bravo! Großartig, fabelhaft. Gekonnt ist gekonnt. Das Kichern habe ich doch im Telefon schon gehört. Adamsson scheint ein Komiker zu sein. Hallo. Haben wir nicht vor einer Stunde miteinander telefoniert? Ich wollte Mr. Adamsson sprechen. Er steht hinter Ihnen. Mit wem habe ich die Ehre, Mr. Temple. Paul Temple.
Karl Adamson. Freut mich, meine Frau Steve. Willkommen, schöne Frau. Hoffentlich nehmen Sie es nicht übel, dass wir so in Ihre Party hineinplatzen. Oh, ich bin entzückt, Verehrteste. Von Ihrem Charme. Was führt Sie hierher? Es handelt sich um einen Ihrer Klienten. Moment mal, englischer Kriminalschriftsteller und Detektiv. Aber hier inkognito. Ich vergesse nie einen Namen oder ein Gesicht. Vor ein paar Tagen stand ein großer Artikel über Sie in der Zeitung. Habe ich recht? Stimmt, dabei bin ich nur in Begleitung meiner Frau in Stockholm. Kann ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Ja, bitte. Und Ihre Gattin? Ach, Gunnar. Mr. Green, Mrs. Temple. Guten Tag. Freut mich. Gunnar, du versorgst Mrs. Temple mit Krebsen und Schnaps. Hm? Einverstanden, Mrs. Temple? Sehr. Bis dann. Darf ich bitten? Pass bei den Männchen auf, die sind gefährlich. Ich meine die Krebse. Also, was kann ich für Sie tun? Donnerwetter, da haben Sie auch ein paar schnelle Mädchen hier. Lauter nordische Schönheit. Ja, greifen Sie zu. Nicht, was Sie denken. Ich wollte nur ein paar Informationen von Ihnen. Ja, und? Über einen Mann namens Larsson. Sie vertreten ihn doch, oder? Ja. Schnaps? Wird höchste Zeit. Er wurde gegen eine hohe Kaution auf freien Fuß gesetzt. Besser als im Knast zu sitzen. Ja. Er hat ein Riesenglück. Das ist natürlich Glück, wenn man einen Haufen Geld hat. Allerdings. Skål. Skål. Sagen Sie mal, wie wird so eine Kaution bezahlt? Per Banküberweisung. Nein, danke. Wenn nun ein Freund die Kaution für ihn bezahlt hat, dann musste der das Geld von seinem Bankkonto überweisen? Nehme ich an, ja. Es sei denn, er wurde bar bezahlt. Ist ja auch möglich. Ja, sicher ist das möglich. In dem Fall könnte man annehmen, der Freund legt Wert darauf, anonym zu bleiben. Aus Schüchternheit. Oder weil er sich schuldig fühlt. Wieso? Wer weiß, in was Larsson da verwickelt war. Wissen Sie es? Nein, ich habe keine Ahnung. Das wär's. Haben Sie vor, diesen Stoff in einem Ihrer nächsten Krimis zu verbraten, Mr. Temple? Sehen. Ja, das wird doch ein Knüller. Vielleicht. Wussten Sie, dass Ingmar Hansens Yacht gestern Nacht gestohlen wurde und ein gewisser Gaskulic ermordet worden ist? Ich vermute, dass Ihr Klient, dieser Larsson, dahinter steckt. Und dass ein reicher Freund über dieses Verbrechen informiert war. Und Sie glauben, ich weiß, wer der Wohltäter von Larsson ist? Warum nicht? Sie sind doch immerhin sein Anwalt. Verlangen Sie von mir, dass ich über eine streng vertrauliche Angelegenheit spreche? Berufsgeheimnis. Auch wenn es sich um einen Mord handelt? Das ist doch Sache der Polizei. Was interessiert Sie das? Ja, wissen Sie, das ist bei mir so eine Art Freizeitgestaltung. Da kann ich Ihnen noch was Besseres empfehlen. Zum Beispiel Kreuzworträtsel. Da brauchen Sie Ihr Gehirn nicht so zu strapazieren. Da genügt schon eine gewisse Halbbildung. Ah, Katharina. Meine Tochter, Mr. Temple. Blond, nordisch. Und obwohl ich Ihr Vater bin, darf ich mit Fug und Recht behaupten, sehr hübsch. Unterhalte dich ein bisschen mit Mr. Temple, mein Liebes. Er braucht ein wenig Ablenkung. Gute Unterhaltung. Na, so ein Zufall. Das ist schon gar kein Zufall mehr. Sie haben also irgendetwas mit der Geschichte zu tun. Sie doch auch. Ich bin mir nur noch nicht über Ihre Rolle im Klaren. Stehen Sie auf der Seite meines Vaters? Nein, auf der Seite der Wahrheit, Katharina. Lieben Sie schnelle Wagen? Gewinnen Sie immer? Nur bei diesem Spiel. Ist das Ihr Zimmer? Nicht mehr. Und diese Rennbahn da? Als ich 15 Jahre alt war, wollte ich Rennfahrerin werden. Ach so. Wissen Sie, ich wäre viel lieber ein Junge. Da ist manches einfacher. Das wäre aber sehr schade. Wieso einfacher? Es gibt Entscheidungen, bei denen es Männer leichter haben. Meinen Sie damit den Entschluss, Rennfahrer zu werden? Nein. Aha. Na, vielleicht kann ich Ihnen bei gewissen Entscheidungen helfen, wenn Sie sich mir anvertrauen. Vielleicht. Oder Ihrem Vater. Ich habe seit Jahren mit meinem Vater nicht mehr geredet. Seitdem meine Mutter ihn verlassen hat, wird er immer jünger und jünger. Er ist ein bedeutender Anwalt, aber geistig steht er auf der Stufe eines 12-Jährigen. War er gegen Ihren Freund Gas? Ja, er wird seinen Willen durchsetzen. Ich werde einen wohlhabenden jungen Mann heiraten, den er für mich ausgesucht hat. In einem sterilen Heimleben, sterile Kinder bekommen und später an Neurose leiden. Ich bin die Tochter meines Vaters. Ich finde, Kinder kann man den Eltern nicht früh genug wegnehmen. Trotzdem brauchen Sie jemanden, mit dem Sie reden können.
Sie haben gesagt, Sie hätten Gas umgebracht. Ja, weil ich etwas rausbekommen habe. Etwas über die Atlanta? Mhm. Was denn? Dass sie fast 20 Millionen schwedische Kronen wert war. Das ist ein ganz hübsches Sümmchen. Das haben Sie Ihrem Freund Kass gesagt. Und dann? Ingmar Hansen, dem die Atlanta gehört, lernte er durch einen jungen Amerikaner kennen. Tag? Ja. War das, bevor die Polizei erfuhr, dass Rauschgift an Bord war, oder nachher? Nachher. Ach so. Gas gab vor, die Yacht zu reparieren, um sie in aller Ruhe zu durchsuchen. Und da hat er das goldene Ei gefunden. Mhm. Er ging nur nachts auf die Atlanta. Allein. Und, einmal kam er ganz aufgeregt zurück. Er sagte, er hätte was ganz Tolles gefunden. Aber er hat nicht gesagt, was? Nein. Merkwürdig. Die Polizei hat die Yacht von oben bis unten durchsucht und nur Rauschgift gefunden. Sicher hat das Larsen auf dem Weg von Amerika hierher auch getan. Was kann denn nun Gas noch gefunden haben? Was war noch an Bord? Wenn ich ihm nur nie etwas von der Atlanta gesagt hätte. Woher wussten Sie denn überhaupt von der Atlanta? Sie sind kein guter Beichtvater, Mr. Temple. Eher ein Spürhund. Von mir erfahren Sie nichts mehr. Warum nicht? Weil Sie trotz Ihrer Hippie-Welt die Tochter Ihres Vaters sind? Das ist sehr viel Geld, Mr. Temple. Und wenn so viel auf dem Spiel steht, traue ich keinem Menschen, nicht einmal mir. Sie halten wohl nichts von meinem kriminalistischen Talent. Aber ich finde, zwei Köpfe sind besser als einer. Ach, Sie glauben, meine allein reicht nicht. Vielen Dank, Mr. Temple, aber das ist eine Angelegenheit der Polizei. Unsere Methoden sind vielleicht nicht so spektakulär wie die Ihren, aber auch erfolgreich. Zweifelsohne. Es sei denn, Sie verfügen über wichtige Informationen, die helfen, den Fall aufzuklären. Ja, ich habe noch was im Ärmel. Aha. Wissen Sie überhaupt, was sich an Bord der Atlanta befindet? Ich weiß nur eins, dass das Schiff mit seiner Ladung über 20 Millionen Kronen wert ist. Sind Sie sicher, dass die Ladung noch dort ist? Nein. Und Sie brauchen keine Hilfe? Ich will ganz offen reden, Mr. Temple. Ich warte nur darauf, bis die Fliegen auf dem Fliegenfänger zappeln. Fliegenfänger? Ach so, Sie meinen die Atlanta. Haben Sie sie gefunden? Ja, in einer kleinen Bucht, gar nicht weit weg. Jetzt sitzen Sie gemütlich hier und warten ab. Ja, genau. Bis sie zappeln. Lustig. Sie mögen es für spektakulär halten, aber während Sie Ihren Fliegenfänger aufgehängt haben, habe ich mein Köpfchen angestrengt und ein bisschen über Drahtzangen nachgedacht. Drahtzangen? Die haben nämlich Ihre Leute bei der Leiche von Gas gefunden. Sie glauben doch nicht, dass... Nein. Nein? Ihre Fantasie geht wieder mit Ihnen durch. Die Drahtzange benutzte er zum Drahtschneiden. Nein. Die Schiffsschraube hat er ja schon vor Wochen repariert. Ah. Ja, darüber könnten Sie mal nachdenken, während Sie hier sitzen und auf die Fliegen warten. Gut Leim. Wie? Ach so. Warum sind deine jungen Freunde nicht zum Frühstück hier geblieben? Katharina, die Sache mit Gas tut mir leid. Tu doch nicht so, als ob du das erst von diesem Tempel wüsstest. Was wollte er eigentlich auf der Atlanta? Ich habe ein Gespräch von dir und Larsson belauscht. Und davon habe ich ihm erzählt. Wer hat Gas getötet? Du hast doch da deine Finger im Spiel und Larsson auch. Ich habe geschäftliche Beziehungen mit Larsson. Geschäftliche Beziehungen? Ich kann mir schon vorstellen, wie die aussehen. Ich habe davon gehört. Das weiß doch jeder. Adamson, der berühmte Strafverteidiger, hat geschäftliche Beziehungen zu seinen Klienten. Deswegen leben wir hier wie die Made im Speck. Erst holst du deine Ganoven aus dem Knast heraus und dann ziehst du ihnen das Fell über die Ohren. Du mit deiner bürgerlichen Moral, die du immer Gast gepredigt hast. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich habe nicht die Gastfreundschaft eines Landes missbraucht. Ach, ist das vielleicht ein Grund, ihn umzubringen? Es war deine Idee. Du hast ihn auf dem Gewissen. Gib's doch zu! Glaubst du das wirklich von deinem Vater? Lass mich jetzt allein gehen schwimmen. Ich möchte Larsson sprechen. Dringend. Hier, Adamson.
Vorher unterhalten wir uns erstmal. Legen Sie den Hörer auf. Herr Rechtsanwalt, Sie haben mir mein Boot gestohlen. Sie wissen ja, wer ich bin. Was wollen Sie? Sie sieht gut aus im Badeanzug. Ich möchte wissen, was Sie wollen. Was mir gehört. Mein Boot. Sie wissen doch, wo es ist. Machen Sie keine Sperenzchen, Herr Rechtsanwalt. Wo ist es? Im Yachthafen. Auf der Helling. Gut. Sie kommen mit. Aber zuerst rufen Sie Larsson an. Ich will, dass er auch dort erscheint. Stiefelchen. Wo hast du dich denn wieder rumgetrieben? Überall. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Wo ist er hingegangen, Mrs. Temple? Ja, und wann genau? Ach, der Idiot. Charmant. Gerade erst benutzt. Ist das Larsson? Keine Angst, wir finden Ihren Vater schon. Einfach niedergeknallt. Hansen, wo ist er? Der Atlanta. Sie ist aufgeschleppt. Gehen Sie. Ich bleibe bei Ihnen. Ja. Die Polizei ist schon auf dem Weg hierher. Heck! Komm her! Der blufft nur! Das stimmt schon, Hansen. Wir sind hier! Hören Sie doch, Heck! Es ist zwecklos! Geben Sie auf, Hansen! Die Yacht ist umstellt. Auf die andere Seite. Heck, stellen Sie die Winde ab! Sie sollen die Winde abstellen! Es hat keinen Sinn!
stellen Sie wieder an! Bleiben Sie stehen! Er kann nicht entkommen! Warten Sie ab! Hast du es gehört, Ingmar? Ich bin ja nicht taub. Was soll ich tun? Aufgeben? Ich denke gar nicht daran. Ich habe genug Blut geschwitzt wegen dem, was ich auf der Atlanta versteckt habe. Ich habe eine Chance. Ich riskiere es. Du bist wahnsinnig. Jetzt, los, ihr könnt angreifen. Was ist jetzt mit deiner Chance, Ingmar? Es ist aus, Paul. Und dabei stehe ich auf einem Vermögen. Ein Glück, dass keiner weiß, wo es versteckt ist, außer mir. Ich weiß es, Ingmar. Genau wie Gus Coolidge. Ich hab's durch Zufall entdeckt. Die meisten Schiffe werden mit Kupferfarbe bestrichen, wegen der Algen. Und nun passen Sie auf. Hier drunter ist Platin. Und Gus Coolidge muss das entdeckt haben, als er die Schraube repariert hat. Es soll einen Wert von 2 Millionen Pfund haben. Und am Heck hat er ein ziemliches Stück rausgebrochen. Das war gar nicht so schwer. Ja, mit der Drahtzange. Genau. Ja, es würde mich nur mal interessieren, was er mit dem Platin gemacht hat. Wissen Sie, das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht liegt es irgendwo in den Schären begraben. In einem Sarg. Hm. Ist das nun ein Erfolg Ihrer spektakulären Kombinationsgabe oder war es Hellseherei? Ein bisschen von beidem. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Er sagt, er will sich vor Gericht selbst verteidigen. Mhm. Aber er wird seinem Klienten raten, sich schuldig zu bekennen. Zur Abwechslung.